Wir versuchen vor allen Dingen auf uns zu gucken. Wir haben heute einfach alles reingelegt, was wir hatten. Und am Ende hatten wir in der ersten Halbzeit die größeren Chancen, bin ich der Meinung. Wenn wir da einen Treffer machen, dann geht das Spiel vielleicht anders aus. Am Ende können wir nur gratulieren. Pauli hat unfassbare Qualität, unfassbare Breite im Kader, einfach eine gute Saison gespielt. Insofern, glaube ich, verdient und Glückwunsch natürlich. Deshalb war die Marschroute eigentlich hinten zu null zu spielen, nicht zu viel zu früh zu riskieren, aber schon auch offensiv Akzente zu setzen. Und mit der ersten Halbzeit waren wir nicht ganz so zufrieden und konnten uns dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit auch steigern. Versucht alle unsere Emotionen und unsere Mentalität in das Spiel reinzubringen. Uns war klar, dass Pauli von den individuellen Spielern mindestens genauso gut, wenn nicht wahrscheinlich eher besser ist. Man versucht über viel Energie und Leidenschaft zu spielen, haben das auch gemacht, haben das gut gemacht und am Ende leider eine Chance zu viel liegen gelassen. So ist das dann. Die Saison geht für uns noch bis Mitte Juni, das war uns klar. Heute haben wir nur ein Zwischenziel erreicht. Das Ziel heißt ja Aufstieg in die Regionalliga. Und das habe ich dem Team auch, oder das, da waren wir uns alle einig, wir sehen die Ziele als Etappenziele bis zum letzten Spiel und das ist eben Aufstiegsspiel zur Regionalliga. Und das Pokalfinale ist einfach für uns jetzt nochmal so ein Bonusspiel, wo wir jetzt mit dem Titel im Hintergrund wirklich ganz befreit aufspielen können und dann ist auch alles möglich. Ne? Also wir sind Außenseiter, aber ja, eine kleine Chance hat man auch immer.